Ja, keine Ahnung, was wir jetzt machen sollen. Aber wahrscheinlich gehen wir einfach. Aber so, ja, verrückt wie der gerade war, kommt der Phil ja gleich hinterher gerannt. Naja, mal sehen. Ich habe sowieso keine großen Möglichkeiten, wie es aussieht. So, will dir den Fahrstuhl nehmen? Keine Ahnung. Der wird gerade so angepeilt. Hi, Jody. Schön, Sie wiederzusehen. Sie bringen uns in eine schwierige Situation, leider. Wir können Sie nicht gehen lassen. Töten können wir Sie auch nicht. Dann warten Sie auf der anderen Seite. Es gibt also nur eine passende Lösung. Wir injizieren Ihnen ein Neurotoxin. Dadurch bleiben Sie in einem permanenten Koma. Genau dasselbe wie bei Ihrer Mutter. Ein simpler, eleganter Weg für das Ende unserer Kooperation. Auf Wiedersehen, Jody. Wir sind nach wie vor sehr dankbar. Jody, du hast mich aufgeweckt. Es war unverkennbar, aber ich wollte es nicht sehen. Ich verwirkliche einen uralten Menschheitstraum. Niemand wird mehr sterben müssen. Niemand wird mehr von seinen Liebsten getrennt. Ich werde es deaktivieren. Die Infrawelt strömt dann in unsere Dimension. Leben und Tod vereint in einer Welt. Es ist nicht nur sie auf der anderen Seite. Es ist der Tod. Ich habe den Tod besiegt, Jody. Alles wird einfach perfekt sein. Alles klar, jetzt ist der Typ endgültig bekloppt geworden. Ich meine, es wäre auch viel zu einfach gewesen, wenn mir die $500.000 gegeben haben, um mich dann einfach so gehen zu lassen. Okay. Du schaffst das nicht, Aiden. Ich schaff das nicht. Aber nicht nett. Hol Hilfe. Schnell. Wo ist der Rest vom Team? Vincent und Nick. 3 Monate frei. An einem Strand auf einer exotischen Insel bestimmt. Diese Bastarde. Okay, wen soll ich denn da jetzt holen? Hey, ich hab noch ein paar E-Mails, die erst raus sollen. Das müsste ich erst erledigen, bevor wir den probieren. Kein Problem. Okay. Hallo. Den da nehmen wir. Cole hier. Hallo? Hallo? Komm, müssen wir mal auch checken hier.
Bin schon ein bisschen schwer von Begriff, hey. Ich meine, die können doch nicht echt so bescheuert sein. Hier fängt alles an zu wackeln und auszugehen. Kann da nur der Aiden sein. Mal sehen, was kann ich hier noch machen? Sind die Existenzen im Labor? Um Gottes Willen, nein. Die bleiben schön hinter dem Eindämmungsfeld. Nein, ich bin genau hier. Aiden? Ja? Bist du's, Aiden? Ja, das ist echt nicht witzig. Was sollte Aiden hier machen? Ohne Jody. Wenn du es bist, zeig's uns, Aiden. Was ist los, Aiden? Wo ist Jody? Führ uns zu Jody, Aiden. Zeig uns den Weg. Ja, toll, wie soll ich euch den Weg zeigen, wenn ihr nicht mitkommt, weil ihr mich gar nicht sehen könnt? Gut, und jetzt? Hier lang. Okay, das macht natürlich Sinn. Machen wir überall ein bisschen Kraft. Jordi! Aber ich hatte. Ach, da ist die Linie, wo ich hin muss. Okay, stehen. Da war irgendwas. Gut. Und jetzt? So, kommt, Jungs. Put. Wo ist denn der andere? Willst du, dass wir den Aufzug nehmen? Ist das richtig? Ja, ich denke schon. Na, mal sehen, an dem Typen müssen sie ja wahrscheinlich irgendwie vorbeikommen. Mich machen. Kann ich helfen? Cole Freeman, ich habe Level 3 Autorisierung. Er gehört zu mir. Tut mir leid, Mr. Freeman. Sie verfügen leider nicht über den korrekten Autorisierungslevel. Machen Sie doch mal eine kleine Ausnahme. Ich gehe und zeige ihm... Geht nicht, Sir. Diese Zone ist Level 4 klassifiziert. Das erfordert die korrekte Zulassung. Schleust uns an ihm vorbei ein. Ja, dachte ich mir, das kann man doch sicher ändern. Tisch 42, hallo. Hallo. Okay. Habe ich mich da selber eingetragen, also den Cole. Ist sicher ein Fehler passiert, sehen Sie doch noch mal nach. Cole Freeman und Ryan Clayton. Tatsächlich, Sie sind auf der Liste. Tut mir sehr leid. Gehen Sie durch. Danke. Schnell ein. Führ uns zu Jody. Ist auch gar nicht unauffällig, wenn er das so laut sagt, wenn der Typ da direkt daneben sitzt. So, ja, keine Ahnung. Hier! Ne, wenn nichts da ist, machen wir erstmal irgendwas kaputt. Na gut. Haben wir jetzt die ganze Einrichtung in Arsch. Das macht natürlich immer am meisten Spaß. Hier lang! Scheiße. Bin ich schon wieder zu weit, oder? Da!
Achso, hier ist sie irgendwie drin, ey. Jody ist hier? Ja. Ich stehe schon davor, mach bloß auf. Jody! Sie ist raus. Nathan. Er deaktiviert das Eindämmungsfeld. Was? Was? Warum sollte er das? Er ist wahnsinnig. Er glaubt, das bringt seine Familie zurück. Wir müssen ihn aufhalten. Eindämmungsfeld. Und er hat's getan. Er hat's getan. Brauchst du Hilfe? Wiederhole. Verlassen Sie umgehend das Gebäude. Okay. Ist doch schön. Nur die Besten sterben, Junge. Okay, aber jetzt habe ich wieder keine Ahnung, was ich machen soll. Genug ausreichen. Ich gehe zum Kondensator und aktiviere die Selbstzerstörung. Bestimmt die einzige Chance, die Kluft zu schließen. Keine große Chance, aber die beste, die wir haben. Kaum, dass es Wahnsinn kommt. Wir müssen raus, ihr lasst das Militär bezahlen für den Mist. Ach nö. Jody, nicht. Cole hat recht. Anders geht's nicht. Ryan? Ich wollte schon immer einen Heldentod sterben. Die Betasonne ist im Zentrum der Kuppel. Niemand war je da bis jetzt. Wir wissen also nicht, was uns erwartet. Wie lange haben wir nach Aktivierung der Selbstzerstörung? Das System funktioniert eigentlich per Fernsteuerung. Die Explosion erfolgt praktisch auf der Stelle. Wir kommen nicht zurück. Das sind ja tolle Aussichten. Also wir werden sterben.
Zone ist auf der anderen Seite der Tür. Wir haben Gesellschaft. Sie haben uns nicht entdeckt. Wir müssen es schaffen. Scheiße. Ich hoffe, du hast recht. Sonst hat der Trip in die Infrawelt bestimmt ein ganz schnelles Ende. Jody, du darfst nicht so nah an sie rankommen. So gesehen ist ja eigentlich völlig egal, was wir machen, weil entweder sterben wir hier oder... Ja, oder wir sterben halt später, wenn wir die Welt übernommen haben quasi. Oder niemand kommt durch. Er hat recht. Komm, Jody.